Double Thumbs auf der G-Seite. Bleibt der Winkel des Daumens parallel zur Seite wie auf den anderen Seiten, auch wenn es keine weitere Seite gibt, auf welcher der Daumen landen kann. Boah, weißt du, so bin ich ja noch nie an die Sache rangegangen. Ich muss mal gucken, wie sich das anfühlt. Das ist der Thump-Schmump auf der E-Seite. A-Seite. D-Seite. Aber jetzt, wo du es sagst, ich merke doch, ein bisschen was ist anders. Ich sehe, dass der Daumen einen anderen Widerstand hat, einen anderen Weg irgendwie hat. Die Technik ist irgendwie anders auf der G-Seite, einfach weil da nicht noch eine Seite kommt. Bei der E-Seite komme ich genau von oben, ungefähr genau von oben, und gehe auch wieder nach oben. Bei der A-Seite auch. Bei der D-Seite auch. Es wirkt gerade so, als ob ich bei der G-Seite tatsächlich ein bisschen mehr von vorne komme. Bei der E-Seite ist der Winkel so, sagen wir mal in so einem, tja, was soll man sagen, 30-Grad-Winkel vielleicht. Bei der A-Seite auch, bei der D-Seite auch und bei der G-Seite bin ich vielleicht knapp über einem 45-Grad-Winkel. Überzeichnet gezeigt sähe es so aus, E-A-D-Seite, A. Und G-Seite jetzt überspitzt ausgedrückt so. Ah. Ganz überspitzt ausgedrückt. Nochmal in nicht überspitzt ausgedrückt. Ja, also ich glaube, bei der G-Seite komme ich so ein bisschen mehr von vorne und lande dann direkt auf dem Korpus. Ansonsten würde ich zu weit unten landen.